Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch meinen Dezember-Look. So weihnachtlichen Bling-Bling-Glitzer-Look, geschminkt ausschließlich mit Drogerieprodukten, alle unter 5 Euro. Sowohl, ich habe die Firma Catrice und Trended Up, diese beiden Firmen habe ich benutzt, nein, und Max Factor, die Foundation. Hier, das sind diese Liquid Drops, das ist dieser tolle Nagellack, dieser sensationelle Lipgloss von Trended Up. Und der tolle Lidschatten, ja, so ein goldener Champagner-Schauer nennt er sich. Geht ganz fix, ganz easy. Viel Spaß dabei. So, dann starte ich jetzt mal den Look. Alles mit Drogerieprodukten. Ich habe hier noch die Max Factor Skin Luminizer mit dieser Swirl-Technik. Und die werde ich jetzt ein bisschen mischen mit so ein paar Liquid Drops von Trended Up. Das sind so goldene Drops. Man kann sie also auf das ganze Gesicht aufgeben oder eben nur Akzente setzen. Das ist ziemlich golden, die gibt es auch in so Rosé. Es ist eine Premiere. Ich probiere die jetzt das erste Mal aus. Nicht, dass ich dann wie so eine Disco-Kugel aussehe. Also etwas Make-up, dann ein paar Drops. Okay. Ich fange mal ganz vorsichtig an und jetzt vermische ich das mal und schaue, wie das auf dem Gesicht aussieht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Es gibt so einen schönen Glow-Effekt. Aber wirklich nur minimal. Ein Tröpfchen. Für Erbsen großes Make-up, also pro Seite habe ich jetzt so Erbsen groß aufgetragen. Die Foundation wird natürlich etwas dünner dadurch, dünnflüssiger. Wenn ihr jetzt mehr abzudecken habt, dann ist es vielleicht nicht so ratsam, weil sie wird wirklich dünner. Ja, ich habe zur Feier des Tages wieder mal den Pinsel rausgeholt. Ich mache das manchmal ganz gerne mit dem Pinsel. Das ist immer so abhängig, tagesformabhängig. Ja, also ein bisschen Glow sehe ich. Concealer. Das ist der Age Perfect, L'Oreal, this one. Ihr seht, der ist bedeutend heller. Also nehmt, es gibt glaube ich zwei Farben, 01 und 02. Ich habe jetzt hier den 01er. Man will das ja aufhellen. Es sei denn, jemand hat eine dunkle Hautfarbe, also eine dunklere von Natur aus oder ist gebräunt. Ich bin nach wie vor mit dem Concealer sehr, sehr, sehr zufrieden. Obwohl ich vorher kein Concealer-Fan war. Die Augenbrauen, die bürste ich jetzt mal ein wenig nach oben. Ziehe ich mal einen kleinen, hier hinten ist es immer so ein bisschen dürftig. Ja, jetzt kommen wir zu dem guten Stück. Da gibt es verschiedene von. Irgendwie Champagner-Schauer heißt der. Das ist ein Eyeshadow. Der ist ziemlich gülden. Und den werde ich mir jetzt aufs Auge, auf das ganze Lid auftragen. Und ganz vorsichtig. Nicht zu hoch. Und dann werde ich den jetzt, wartet mal, ein wenig nach oben verblenden. Nur ein klein wenig. Der wird nämlich sofort fest. Und der hält. Der hält. Der hält den ganzen Tag. Das sind alles unter 5 Euro Produkte. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten.
Man kann das jetzt auch mit Fingern machen. Aber das, da muss man echt zügig ran, weil der ist schon fest. Seht ihr? Der ist schon bombenfest. Und lässt sich auch, ist gleich hier unten was mit dran, unbewusst. Und lässt sich auch ganz toll wieder abmachen mit einem guten Augen-Make-up-Entferner. Eine Mascara von Catrice Allround. Bin gespannt, ich kenne sie nicht. Aber ich war von dem Bürstchen begeistert. Ein schmales Bürstchen. Und ich bin am Anfang mal ein bisschen vorsichtig. Pappabgabe ist okay. Doch, lässt sich ganz toll auftragen. Ich bin wirklich von dem Teil angenehm überrascht. Ich nehme jetzt mal hier fürs Innere, um das ein bisschen aufzuhellen, diesen Nature Glaze, auch von Max Factor. So. Und nun kommen wir zu diesen beiden Produkten. Das ist beides, die sind beide von Trend It Up. Wonder Glaze, das ist so schimmerig. Der Nagellack, ich habe den noch drauf. Und der Gloss ebenfalls. Der ist auch so richtig, ein richtig schönes Weihnachtsrot ist das. Also ich dachte mir, das muss ich euch unbedingt vorführen. Wer jetzt nicht so viel Geld ausgeben möchte und so ein bisschen sich was leisten möchte oder was Neues kaufen möchte. Gerade Weihnachten stehen wir irgendwie alle auf Rot. Also viele, also ich zumindest stehe sehr auf Rot an Weihnachten. Aber ich habe jetzt festgestellt, dass ich keinen Rouge habe aus der Drogerie. Und dann nehme ich jetzt hier mein Rosy Glow und trage das ein wenig auf die Wangen. Und nun kann man noch diese Drops, die kann man jetzt noch darüber geben, als Highlighter. Ich wage mich mal ran. Also diese entzückenden Drops, ich schüttel die nochmal. Die Drops haben sie irgendwie jetzt alle im Programm, ne? Ich werde die erstmal vorsichtig hier auf den Handrücken auftragen. Und gibt es mir... also ich sehe es. Ich weiß nicht, ob die Kamera das nimmt. Das ist ein ganz zartes, ganz zart golden, schimmerig. Sagt man das, schimmerig? Geh jetzt mal mit dem Pinsel hier rüber. Jo, hübsch. Also diese Augenlider, dieses Gold, ist fantastisch. Den habe ich auch noch nicht ausprobiert. Der hat keinen Applikator, der hat so ein... der hat so ein Bürstchen. Ein ganz schmales Bürstchen. Das gebe ich jetzt mal vorsichtig auf. Ich fange mal in der Mitte an. Vielleicht ist es besser, da einen Lip Liner zu nehmen. Am besten man hat so einen Q-Tip zur Hand. Mit Rot, das ist gar nicht so einfach, da nicht drüber zu malen. Am besten in der Mitte anfangen und die Lippen so schürzen. Ich bin wirklich angenehm überrascht. Der klebt nicht, der ist ganz angenehm auf den Lippen und er glänzt. Das ist so ein metallisches Glänzen. Und dieser tolle Nagellack, ich weiß es nicht, der wird nicht ewig halten. Der kostet so zwischen 2-3 Euro. Er ist nur einmal aufgetragen. Und ich fand das wirklich ein sehr, sehr schönes Rot mit diesen Glitzerpigmenten. Ein wirklich schneller Look ist das. Mit diesen Drops,
ein richtig schön glänzender Dezember-Look. Goldene Augenlider mit dem Stift von Catrice. Und ihr habt es ja gesehen, wie schnell das ging. Man hat ja auch nicht so viel Zeit, dass man da jetzt stundenlang im Bad steht und sich da die Augen macht, ne? Also besonders für Frauen. Also das ist ein Tipp so für die Weihnachtszeit oder direkt am Heiligabend. Also ich werde mir auf jeden Fall goldene Augenlider machen oder schminken. Und ich bin wirklich angetan. Also ich muss es ehrlich sagen, ich habe mir das gekauft und dachte, naja, probierst du das mal aus, zeigst du das mal meinen Mädels. Vielleicht ist es eine Anregung für euch. Ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.